Wir möchten heute in die Wüste fahren. Und zwar geht es hier von Nihil aus los. Nicht so besonders weit, da ist die Straße noch gut. Hier auch noch. Und da sind die beiden Wüsten. In den Big Desert Wilderness Park fahren wir. Und die Straße ist hier nur noch gestrichelt, wie man sieht. Es ist also nur noch eine Schotterpiste. Leider hat es mit unserer Wüstendurchquerung nicht geklappt, weil wir haben jetzt einen netten Mann getroffen, der hat uns gesagt, das geht leider nicht, Freunde, weil es regnet zu stark. Und wir haben extra nachgefragt, weil wir wussten, das ist eine Dry Weather Road, also sprich eine Straße, die man nur bei trockenem Wetter befahren kann, weil es halt Sand ist und schlammig wird, wenn es regnet, und dann bleibt man stecken. Deswegen fahren wir jetzt auf anderen Wege, hier auf Asphaltstrecke. Wir müssen einen kleinen Umweg fahren und schauen mal, ob wir morgen von der anderen Richtung in die Wüste kommen. Das ist alles, was wir uns heute aufgrund des Regens trauen. Eine immerhin noch befestigte, sandige Straße. Für 17 Kilometer, weil wir jetzt einen Umweg fahren um die Wüste, da es ja nicht mit durchgeht, weil das ist eine unbefestigte Lossandstraße und da wird man stecken bleiben. So sieht's auch aus, aber fertig ist mit der Dreckstraße. Hier. Dreck, 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 alles sternvoll Dreck, der ganze Einstieg. Jetzt haben wir trotzdem noch unsere Wüste gekriegt. Irgendwie ist es aber noch gar keine Wüste, weil es hat ja heute viel geregnet und es ist matschig. Wir sind wieder, es wackelt. Wir sind wieder unterwegs aus der Wüste hinaus. Es hat heute Nacht geregnet und wir sind immer noch auf Sand und deswegen wackelt es auch ganz schön. Und hier sieht man, wie der Markus kämpfen und fahren muss. Ich kann gar nicht ruhig halten. Unsere Stoßdämpfer sind ja auch nicht mehr so gut. Das macht das Ganze noch viel lustiger. PS, dieses Video ist dem Harald gewidmet, weil der hat sich noch mehr Four-Wheel-Drive-Action gewünscht. Und hier kommt was total Abgefahrenes. Ein dreirädiger Traktor. Der braucht den ganzen Weg. Das ist eine zweispurige Straße, muss man dazu sagen. Ist das nicht geil?